Ja, nicht so schnell Blitze. Ja, ich bin schon mal vorgereist. Ich habe ja nur, wie gesagt, bei dem einen Kollegen eben geschaut, ob wir irgendwas basteln können. Das konnten wir nicht. Jupp, hat sich erledigt, Blitze. Ich kletter hier lieber hoch. So. Geht doch. Sollen wir jetzt hier rein oder was? Schaut's wohl so aus, dass wir hier durch sollen. Eistroll. Er wird uns, denke ich mal, angreifen. Aber der pennt, ne? Oh, da ist noch einer oder was? Kommen die dann auch hier hin oder sind die draußen? Komm her. Ich habe hier mein Visier. So. Ist natürlich stärker als wir, oder laut Level stärker als wir. Alter. Geht doch. Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. So, was haben wir dann schon mal das? Jo, 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 zeig mal her. Die legendäre Schmiede. Erstklassige Schmiedewerkzeug. Gewehen. Schmiedewerkzeug, aber verziert? Das muss das Werkzeug sein, das Joanna gemeint hat. Bring das Werkzeug zu Fergus. So, was haben wir im Inventar? Kann ich mir mal die Waffe angucken? Ja. Nicht ganz so das Ding von mir. Chancen auf Verbrennung. Ja, machen wir mal rein. Axi, Zeichen, Identität, Art. Angriffskraft will ich auch nochmal verbessern. Was haben wir hier noch? Taumeln. 5% Angriff. Taumeln. Igni-Zeichen 5%. Das machen wir mal auf Rüstung. Zeichen Identität. Nochmal auf. Okay, das ist nur für Waffen. Das ist für Rüstung. Gut. Ja, diese Zeichen benutze ich gar nicht. Muss der auch nochmal zu sagen. Ja, dann hat sich das erstmal. Ja, wir haben noch ein paar Punkte, die möchte ich auch nochmal eben verteilen. Ich würde einmal das voll gern, noch einmal gern voll machen. Jetzt haben wir noch 5 Punkte über. Verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden, um 20%. Ja, 20% ist schon viel. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei starken Angriffen 4% und den Schaden kritischer Treffer bei starken Angriffen um 30%. Was haben wir hier? Schnelle Angriffe, Bogen. Parieren wir ja. Das ist für mich eher uninteressant. Wird die Zeit nochmal verlangsamen. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust weniger. Das ist mir eigentlich auch wurscht. Sinkt die Vitalität auf 0, werden Adrenalinpunkte, falls verfügbar, verbraucht und
Vitalität wiederherzustellen. Die Menge, die wiederhergestellt wird, hängt von der Anzahl der verwendeten Adrenalinpunkte ab. Es ist doch auch mal geil, würde ich mal sagen. Hier haben wir jetzt Ausweichen und natürlich unsere Angriffspunkte. Ja, hier haben wir auch noch was, aber das andere ist für mich uninteressant. Also, meiner Meinung nach. Hier haben wir Igni-Zeichens Feuer, ne? Effekt steigt mit der Zeichen-Insanität bis auf maximal 45%. Das ist Axi, was ist das? Was denn Axi? Warte mal. Igni ist Feuer, Art, Axi ist Gedankenbeeinflussung. Also Schutzschild und so, magische Falle, das sind so Sachen. Druckwelle oder Feuer, das ist das, was ich am meisten Mal benutze. Würde ich, ja, Entschuldigung. Wenn, dann würde ich da nochmal was reinmachen. Igni und die Marionette, das können wir auch noch, da können wir irgendeinen Feind als Marionette benutzen oder so. Zeichen, nochmal irgendein Schild, Feuersturm. Aktiver Schild. Magische Falle, aktiver Schild. So. Das ist explodierendes Schild, das ist so. Jetzt haben wir da hinten auch nochmal einen Platz frei. Das ist doch auch schon mal was. So, haben wir hier noch was? Hat er noch was dabei? Haben wir ihn überhaupt ausgeräubert? Ja, ne? Ja, komm. Hier ist da auch noch irgendwo was. In der Hütte oder was? Ach, Kuma. Weg hier. Komm her. Weg. Weg. Ja, komm her. Geht doch. Noch irgendwas dabei? Gibt's da hier bestimmt auch irgendwas Interessantes? Kron. Kron, Kron, Kron. Was haben wir hier? Bisschen Arg. Jetzt hier jede Leiche was oder was? Hier liegen ja auch ganz schön viele, wie es ausschaut. Also ganz schön viele mitgenommen. Ja, hier sieht es ja auch lecker aus, Alter. Aufschließen. Kann ich das nicht mit der Druckwelle? Schlüssel haben wir ja nicht. Hat denn zufällig einer hier liegen? Kohle. Ist ja alles hängend, Alter. Das ist ja mal voll pervers. So, Axtkämpferhandschuh. Schwarzes Blut.
das eine Mission oder was? Ne. So, was haben wir hier? Auch nichts Besonderes. Langschwert. Wählender Langschwert. Ja, ist schon gut. Diamanten, Saphir. Liegt hier kein Schlüssel, nichts versteckt. So, vielleicht irgendwas, was wir übersehen haben. Da, was haben wir hier? Nur irgendwelche Sachen noch. Axi. Hier wird gar nichts mehr sein. Macken wir uns mal auf. Jo. Hier ist verschlossen. Hier kommen wir durch. Ein bisschen. Schon. Trübe in sich, ne? So, wo müssen wir hin? Dann gehen wir mal nach Krenfels. Der war Ziriusumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Nach Novigrad. Nach Novigrad. Weitergereist. Hu, 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 hu. Ja, Ciri, dich finden wir auch noch. Aber Leveln ist schon im Wichtigen. Auch Nebenmissionen, wo man sieht ja, wie episch sie sein können. Das war jetzt hier nicht so interessant bisher. Das hatten wir ja vorher mal irgendwie mit dem besprochen. Mit dem Kollegen hat er uns vorher mal irgendwann am Anfang schon die Mission gegeben. Aber da war sie ja für uns definitiv noch nicht machbar. Ja. Beinahe alle Tränke, Bomben und Öle lassen sich verbessern. Beinahe aber nur. Beinahe wie ein Walker. So. Wo bist du? Wie oft muss ich denn pfeifen, Plötze, dass du hier irgendwo aus deinem Kabuff mal rauskommst? So. Gehen wir die mal abschließen, die Mission. Dann haben wir einen meisterlichen Rüstungsschmied. Warum bremst du jetzt? Er hat sich ja gekillt, weil alle weg sind. Tochter weg. Frau tot. Sein kleines Baby ist wegen ihm gestorben. Da ist er, Fergus! Wie kann ich helfen? Ich hab was für dich. Ich hab das Werkzeug. Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Das war nicht einfach, deshalb hoffe ich auf einen guten Preis. Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich es habe. Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekan. Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel.